Moin, moin, meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Graveyard Keeper. Wir verdingern unser Geld als Friedhofswärter, beziehungsweise, ja, Friedhofswärter, nichts beziehungsweise, und haben in der letzten Folge ein bisschen reingeschnuppert und haben vielleicht auch ein bisschen Gefallen dran gefunden. Also für alle, die Stardew Valley zu niedlich und zu putzig halten, das hier genau das richtige, lustige Humor, ein bisschen makaber das Ganze, aber sehr lustig gemacht. Also, wir gehen raus. Guck mal, geschlafen haben wir. Kann man hier mal gucken, was hier da so ist. Eine Blaupause. Benutze einen Planungstisch, um die Bauunterfläche zu. Ah, okay. So, hier wollen wir was bauen. Guck, wir haben noch gar kein Material und nichts. Brauchen wir wohl erstmal. Guck mal, hier können wir hingehen. Was ist das? Platz für Holzscheite. Okay. Und hier? Platz für Steine. Gut, dann lass uns doch mal hier ein bisschen unseren Friedhof machen, denn das Problem ist, wir müssen unseren Friedhof herrichten. Der sieht so ein bisschen kacke aus. Und der Bischof, der hier rumläuft, der will bald wiederkommen und will natürlich unser Friedhof ein bisschen besser auswerten. Das müssen wir natürlich hinkriegen. Wenn man guckt hier, kurze Karte, ne, können wir sehen, wir waren auch schon drüben in der Weizenfarm und wir waren auch hier schon im Dorf. Haben ja auch ein paar Aufträge, sozusagen, die wir machen könnten. Warte mal, zack. Falsche Tasse. Zack. So, und die werden wir auch noch machen. Aber... guck mal, das bist du, Gary, ein plappernder Schädel, hol dir eine Flasche Wein. Hier sind so ein paar Aufträge, die wir haben mit den einzelnen Leuten. Ne? Da steht, wir Reiche müssen erreichen, da beim Episkop. Sein Motto, bete, predige, sehe wohlhabend aus. Wir müssen erreichen, dass unser Friedhof auf 5 kommt. Das kriegen wir jetzt hin. Der Esel, der erinnert mich so ein bisschen an Schreck. Kennt ihr hier die Animationsfilme Schreck mit dem plappernden Esel? Der, ich glaube, der hieß auch nur Esel, ne? Der hat gar keinen Namen gehabt. Genau. So, wir räumen mal ein bisschen hier auf. Zack, hier. Wir haben ja auch ein paar... ups, warte mal. Haben doch auch hier noch anderes Werkzeug, ne? Haben noch ganz viele Sachen. Da, nicht beendet, nicht beendet. Gefährt hier am Schleifstein. Gefährt, ne? So. Aber das ist aber, haut der damit an? Und klebt das aus, ne? Genau. So, dann graben wir das Ganze mal aus. Also wir brauchen ein paar Holzscheite. Guck mal, Holzstöckchen haben wir jetzt ein paar. Das ist nicht viel. Ein bisschen. Hier. Bauen. Was können wir da bauen? Entfernen. Ah, okay. Pass auf. Wir könnten jetzt hier was entfernen. Gucken wir nochmal, was wir entfernen wollen. Baumodus. Was kann ich denn jetzt hier entfernen, bitte? Also entfernen kann ich gerade nichts, was wahrscheinlich daran liegt. Die Herstellung von entfernen erfordert. Ah, Handwerk. Okay, müssen wir uns mal ein bisschen reinfuchsen. Keine Ahnung, warum das nicht geht. Was ist denn hier mit dem Stein? Die können wir auf jeden Fall wegnehmen, die Spitzhacke. Brauche eine Technologie. Ah, okay. Oh, haut schon ganz gut zu. Zack. So. Oben seht ihr meine Energieleiste, die blaue, die geht nach und nach weg. Huch, was ist denn hier los? Hier können wir, glaube ich, irgendwas anpflanzen später, ne? Der Garten. Grundstück beschlagnahmen. Für kommerzielle Anfragen bitte mit dem Taverneneigentümer Holag reden. Ja, gut. Den brauchen wir wohl auch erstmal anschnacken. Wir müssen das ganze Ding hier auf Vordermann kriegen. Wir haben ja schon eine Leiche bekommen mal. Und die auch schon ein bisschen benutzt. Oh, hier sind noch ein paar Steine. Die machen wir auch noch kurz weg. Man sieht oben, geht immer ein bisschen was weg. Nein. Das muss alles weg, ne? Nervt uns. So, hier kann ich auch die Bäume entfernen. Genau. Jetzt kriegen wir ein bisschen anständiges Holz wahrscheinlich. Was der Tag. Da. Mit der Schalt können wir die. Die können bestimmt hier hinlegen. Ja, gut. Okay, das machen wir ein bisschen. Ein bisschen Arbeit ist das Ganze natürlich, wie man sieht. Aber lass uns doch erstmal unser Grundstück ein bisschen machen. Dafür brauchen wir Materialien, um Sachen herzustellen. Der Friedhof an sich ist ja nicht so schön. Ah, jetzt weg. Dann kommen wir noch weg. Ist natürlich ein bisschen wie bei Stardew Valley. Es fehlt natürlich wirklich viel, was wir da... also man muss natürlich echt immer viel schlafen, auch damit man wieder voll Energie bekommt und so. Das ist ein bisschen ätzend, aber das macht uns nichts aus. Wir müssen ein bisschen arbeiten hier. Ach, nehmen wir mit.
Man kann das, wie nennt sich das? Man kann praktisch sich noch so ein Update runterladen. Handwerk. Okay, uns fehlt, was fehlt uns denn da noch? Flusssand. Okay, wo kriegen wir Flusssand hier drüben? Kriegen wir Flusssand her? Wo kriegen wir denn Flusssand her? Ja, das kriegen wir schon noch hin. Mal gucken. Ich würde jetzt hier nochmal. Wegmachen wir. Gut, was machen wir denn jetzt? Flusssand. Flusssand. Das ist kein Fluss, das ist eher ein Teich hier, ne? Gut, gucken wir mal, wo wir Flusssand herbekommen können. Platz für Steine, okay. Haben wir anscheinend auch keine großen gefunden. Hier ist unser Verlies. Was hier? Oder können wir fertigen? Leiche hinein. Objekt zum Anfertigen. Machen wir mal. Los. Na, das ist natürlich gut. Das müssen wir auch machen. Guck mal, wenn der Esel kommt, kann die Sachen direkt hier reinschmeißen. Das ist natürlich perfekt für uns. Wir müssen nicht mehr da stehen und das entgegennehmen. Aber wenn man sieht, ist unser Friedhof nicht schön. Wirklich nicht schön. Können wir da schon irgendwas verändern? Wir haben natürlich nicht mehr viel Energie, wenn man oben sieht. Aber man kann da trotzdem mal schauen. Guck mal, da. Schon wenn ich das hier ein bisschen reinige, dann wird unser. Unser Friedhof schöner. Guck mal, wie gut ist das denn? Okay, wir müssen jetzt noch mal schlafen gehen. Gott, wir gehen mal ratzen. Oh, guck mal, aber ich kann gleich die Geschwindigkeit. Ich muss halt nicht langsamer oder so. Das ist doch schon mal fein. So, wo sind wir denn? Hier drüben, ne? Gut, ja, dann machen wir erstmal den Friedhof ordentlich, bevor wir uns hier um alles kümmern. Und treten mal rein. Komm, wir werden ein bisschen ratzen. Schlafen. Ich muss aber schon auch was essen, ne? Naja, warten wir mal kurz ab. Energie geht voll. Während der ist, esse ich auch was. Ich hab hier ein geiles Ben & Jerry's Eis. Wenn es ein Eis gibt, was am wirklich am besten ist, ist Ben & Jerry's. Oder hängen das? Macht das der Geist schon wieder. Ich fühle mich so erfrischt. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Was glaubst du, wer du bist? Ich bin der neue Friedhofswärter. Uah, ein Neukömmling. Wow, ich bin hier schon. Wie lange bin ich hier nochmal? Jorik. So einsam, ich armer Kerl. Wie schade, dass du hier bist. Warte, nein, im Gegenteil, ich freue mich, dich zu sehen. Aber wir haben echt unangenehmen Typen neben uns vergraben. Ey, der hat doch schon mal die ganze Geschichte. Müssen wir das jeden Tag jetzt das gleiche nochmal lesen, wenn wir aufstehen? Okay, das hatten wir alle schon mal durchgeschnackt. Also bei der letzten Folge zumindest. Hab ich das nicht mit euch geschnackt bei der letzten Folge am Ende? Na gut, falls nicht und ich mich jetzt nicht daran erinnern kann, da passiert nicht so viel. Er ist einfach nur da, um uns die Erlaubnis zu geben. Die kriegen wir jetzt und er erklärt uns ein paar Sachen. Aber mehr ist das nicht. Moment. Ah, kurz was trinken. So. Kleiner Gehirnfrost gerade gehabt. Okay, was ist hier denn so drin? Ich kann nicht rausholen. Eine Kiste. Gut. Also wir haben noch ein bisschen Platz im Inventar. So, wir kümmern uns erstmal um den Friedhof, würde ich sagen. Dass wir den Friedhof einmal schön machen können. Als erstes, ne? Als anderes so ein bisschen. Nebensächlich gerade. Ja. Und Leichen sind noch nicht gekommen wieder. Schade. So, wir machen den Friedhof jetzt schön. Los geht's. Erstmal hier so ein bisschen. Ja. Naja, zumindest kann man, wenn man dieses Add-on holt, das habe ich gerade gar nicht zu Ende geredet, wenn man das Add-on holt, dann kann man halt die Zombies für sich arbeiten lassen. Was natürlich sehr cool ist. Eventuell kaufe ich mir das auch noch. Mal gucken. Also, was kann man machen? Kein Grabstein. Ach, wir haben gar keinen Grabstein. Müssen wir erst bauen wahrscheinlich, ne? Und was haben wir noch da? Ein Grabzaun. Okay, machen wir erstmal den Rest hier sauber. Das wird schon alles seinen Weg finden. Erstmal ist es wichtig, dass wir ein bisschen aufräumen. Ah, komm schon. So, die Qualität ist schon auf minus 21 und wir brauchen 5, oder? War das nicht 5? Hat er nicht 5 gesagt? Oh, schon. Exhumieren wollen wir den nicht. Okay, also wie können wir denn jetzt hier Öne... Machen wir hier drauf.
Ein Blumenbeet. Warum wir noch? Was brauchen wir noch? Grabstätten. Was brauchen wir für ein Blumenbeet noch? Torf. Wo kriegen wir denn Torf her? Oder warte mal. Oder, kleine Grabumrandung. Grabzaun reparieren. Das können wir. Dann machen wir das nochmal. Los. Sehr gut. Machen wir's, können wir hier auch irgendwas machen? Reparieren? Klar. Los geht's. Wesentlich schöner aus. Aha. Grabstein. Den Grabstein können wir auch reparieren. Machen wir. So, jetzt können wir aber nicht mehr viel machen, denn jetzt fehlt uns ein Holzkreuz. Können wir auch machen. Machen wir ein Holzkreuz. Die Holzkreuze machen wir dann auch mal kurz heile. Zack. Mehr kannst du unten auch reparieren? Nee. Es fehlt uns dazu. Holzreparaturwerkzeug. Das können wir aber selber herstellen. Können wir selber herstellen und kurz gucken. Okay, das konnten wir aber herstellen. Müssen wir mal kurz gucken, wo wir es herstellen konnten. So, Qualität ist schon auf minus 12. Das ist schon mal ganz gut. Okay. Wo konnten wir das herstellen? Mussten wir das zu Hause machen bei uns? Oder machten wir das? Ah, ich weiß nicht. Wir gehen einmal zum Schädel. Vielleicht kann der uns ja kurz was sagen. Ich habe ein paar Fragen. Frage nach einem Astrologen. Nee, das wollen wir jetzt nicht. Den Wein haben wir auch nicht. Den Wein müssen wir noch holen. Den gehen wir nachher ins Dorf und holen den Wein unten bei der Schenke. Gut. Kannst du im Haus gehen? Was hier? Achso. Das ist gar nicht so schlecht. Wollen wir diese Dinger reparieren hier? Also wir brauchen Holzstapel, Einfachrad. Das sind die Sachen, die wir auf dem Hof machen können. Was ist denn hier? Okay. Nee. Huch, bin hier fest. Ne, sag mal. Ich nehme mal kurz weg den Stein. Und jetzt. Lass mal reingehen. Kochen. Wir haben überhaupt gar keine Zutaten. Wir können gar nichts kochen. Wo kriegen wir denn Wasser her? Das ist ja auch ganz wichtig. Oh, da ist schon ein Brunnen. Hier, guck mal, hier ist ein Brunnen. Einmal mit sauberem Wasser. Ein Eimer mit sauberem Wasser. Wir nehmen ein paar Eimer mit. Wenn wir jetzt hier reingehen, müssen wir wieder das obere machen können, oder? Oder man... Kann ich auch nicht. Wasser. Da haben wir ja. Wo kommt das Wasser denn hin? Brennstoff von Stöcken. Okay. Noch können wir nicht so viel machen, wie man gerade sieht. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal wieder ins Dorf vielleicht. Was für Steine? Hier liegt man hin. Dann haben wir Scheiter. Wir müssen auch für irgendwas gebrauchen können. Aber richtig viel Geld haben wir auch nicht, aber hier können wir auch immer schon was sammeln, oder nicht? So. Sammeln wir mal hier ein paar Kräuter. Nee, nicht hauen. Da, sammeln. Weiße Blume kann man jetzt nicht so super benutzen, aber die Pilze. Das ist halt nicht. Pilz. So, wir müssen uns mal schnell schlafen legen, weil wir unsere Energie schon wieder was vergessen. Es lohnt sich ja nicht für uns ins Dorf zu eiern. Legen wir uns nochmal hin und lassen unsere Energie nochmal aufrüsten.
Geht ja eigentlich relativ zügig. So, mein Eis ist auch fertig. War schon leicht geschmolzen. Ah, so. Gucken wir mal. Also, wir fühlen uns erfrischt. Ja, schon mal gut. Jetzt lass uns mal. Also, guck mal, wir haben hier. Da brauchen wir. Perfekt, um Leute zu pieken und Feuer. Balken und Holzbalken. Das heißt, das Holz muss ja irgendwo bearbeitet werden. Wir müssen mal gucken, wenn wir mal auf die Karte gehen. Guck mal hier. Hartes Zeug da. Entfernen, Schädel, gefertigte Vorbereitung. Achso, guck mal, hier kann ich schon mal meine. Hier kann ich schon mal mein erstes machen. Weiches Zeug. Wir haben hier oben ein bisschen was geschafft. Sanfter Metzger. Was ist hier? Anatomie. Okay, wir machen auch mal hier mal. Pass auf, wir machen mal. Entfernen Schädel. Freischalten. Und hier ist auch. Freischalten. So, haben wir schon wieder was gelernt? Jetzt können wir, das haben wir jetzt, haben wir nicht genug, genug Erfahrung für. Aber jetzt können wir hier schon mal. Vorbereitungsplatz, Vorbereitung 2, gefährlich am Vorbereitungsplatz 2. Das ist ziemlich cool. Und da haben wir schon was weitergekommen. Wir können mal gucken, was wir hier brauchen. Also, wir brauchen eine Flasche Wein, die können wir gleich holen. Du musst zurück nach Hause zu deiner Frau kommen. Aktiviere das Portal, das wissen wir. Schlange, er sieht gefährlich aus. Jetzt weißt du auch, warum ihn alle. Okay. Beweise, dass man sich mit dir unterhalten kann. Ist ein bisschen schwierig, die Frau Anwut da zu überreden. Die ist nämlich auch ganz wichtig für uns. Und der Friedhof, der Friedhof ist das Wichtigste. Finde einen Stempel und verkaufe Hodreich Fleisch. Ja, wo kriegen wir dann, wo kriegen wir diesen Stempel denn her? Ich bin immer ein Kerl, hält sich für ein Dichter. Jetzt hier Papier. Okay, wird schwierig, aber wir gehen jetzt trotzdem mal ins Dorf rein. Gucken mal, was wir da finden. Da ist die Leiche. Die müssen wir mitnehmen. Und hier werden schon mal rein. Können wir ein bisschen mehr machen, legen wir mal hier hin. Zack, Autopsie. Also, wir brauchen Blut. Ja. Machen wir kurz. Sie. Noch ein Gefäng. Machen wir auch. Nehmen wir ein paar Knochen weg. Boah. Auch weg. Fett entfernen. Fett kann man vielleicht auch irgendwas gebrauchen. Ich weiß es nicht. Aber anscheinend kann man das komplett testieren. Oh, das Fleisch ist auf jeden Fall sehr wichtig. Wollen wir ja verkaufen. Das heißt, wir brauchen einen Stempel, wo wir es draufpacken können. Die Haut. Daraus können wir vielleicht schöne Mäntel machen später. Oder irgendwas anderes. Keine Ahnung. Was haben wir noch? Und den Schädel? Den Schädel weg. Gut. Ärztefurcht. Du warst noch nicht erfahren genug, um die Operation lief nicht wie erwartet. Du kannst vielleicht die Qualität der Leiche reduziert. Okay. Was passiert? Der Mund ist überall. Sind wir die Leiche? Begraben wir die mal, oder? Hier drüben war das, ne? Beim Grab ausgeben gleich. Gehen wir mal hin. Bum, 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 bum. So, warte mal. Grabstätte. Also, wir machen uns hier eine Grabstätte. Zack. Nein. Lass uns erstmal aufbuddeln. Vielleicht wieder schlafen und Energie haben oder so. Und wieder zubringen. So. Was ist das? Achso. Ich glaube, alles noch nicht. Da liegt doch was rum. Können wir das nicht nehmen? Mal aufsammeln, scheiße. Müssen wir was in die Kiste packen hier? Mal auf. Mal kurz. Und zwar. Was kommt da rein? Das. Ruhig zwei. Das auch. Das auch. Auch. Auch so. Und dann können wir das andere jetzt ja aufsammeln. Zack. Und jetzt gehen wir nochmal in die Taverne. Das ist eine gute Idee. Da laufen wir jetzt mal hin. Der Inquisitor, ich habe gerade den Inquisitor gesehen. Er ist ganz in der Nähe, auf dem Weg zum Hexenhügel. Oh, Saar, das wird mich umbringen oder noch schlimmer. Beruhige dich, ich werde ihn ablenken. Vielleicht finde ich jetzt auf dem Hügel, das mir hilft, nach Hause zu kommen. Okay, lass uns den Hügel mal angucken. Das Coole ist ja, dass hier eine richtig coole Geschichte auch hintersteckt, ne?
Die meisten sind ja nicht so. Die meisten sind ja eher so ein bisschen langweilig. Spieler, war das hier? Oh, jetzt geht's los. Das Inquisitor. Alles ist bereit, mein Herr. Gut, gab es Probleme? Nein, mein Herr. Aber da war so ein komischer Kauz, der hier rumgeschnüffelt hat. Oh, da ist er. Halt! Leute, beruhigt euch. Ich wohne hier auf dem Friedhof. Leute, das muss für wahr ein Kultist sein, mein Herr. Sag ihnen, dass der Bischof dein Freund ist. Wisst ihr, der Bischof ist ein guter Freund von mir. Er hat mich zum Wärter dieses Friedhofs ernannt. Interessant. Ich glaube dir, dass du ein Freund bist, auch wenn das nicht so beeindruckend ist, wie du denkst. Alle, die ihm Komplimente machen, sind seine Freunde. Wer jemanden zum Friedhof setzen will, fällt nicht in seinen Aufgabenbereich. Ich muss ihm wohl einen Besuch abstatten und ihn dann an die Grenzen seiner Zuständigkeit erinnern. Möchtest du mich zur Hexenverbrennung begleiten? Klar, es wäre mir eine Ehre. Also, wie bist du zu dieser interessanten Aufgabe gekommen? Lüge. Wissen Sie, schon seit ich ein kleiner Junge war, wollte ich Friedhofswärter werden. Das ist mal eine Lüge. Ich empfehle dir sehr, die Leute nicht mit diesem Nonsens zu bewehren. Hier bin ich, der Großinquisitor. Ich schütze den wahren Glauben und die Menschheit. Wir erleben gerade schwere Zeiten in der Stadt. Das Schiff der Toten ist bereits überfüllt und es steckt schon ein neues Schiff am Hafen fest. Der Friedhof könnte zu einem besseren Zeitpunkt wieder in Betrieb genommen werden. Der dunkle Kult wird stärker, ich kann es fühlen. Rechtschaffener Zorn regt sich in meiner Seele. Wir hatten lange keine Hexen mehr und jetzt verbrennen wir schon die zweite dieses Jahr. Und das ist nur der Anfang. Er freut sich richtig, ne? Die Hexe soll brennen! Entzünde das Feuer, die Hexe soll brennen! Ja, mein Herr. Lang lebe der Großinquisitor! Hurra! Hurra, hurra, hurra! Also, du hast wohl viel mit Leichen zu tun, nicht wahr? Ja, das gehört zu meiner Arbeit. Und du lebst gleich neben diesem Hügel beim Friedhof, stimmt's? Ja. Interessant, interessant. Weißt du, ich brauche hier jemanden im Dorf. Einen Freund. Ein Freund von mir ist ein Freund der Heiligen Inquisition. Dorfbewohner sind so verschieden von uns Stadtmenschen. Man kann ihnen einfach nicht trauen. Du bist neu hier. Wir könnten ungewöhnliche Dinge auffallen. Komm, wir werden dein Freund. Na klar, es wäre mein Vergnügen, ihr Freund zu sein. Eine weise Entscheidung. Freundschaft basiert auf Vertrauen und guten Willen. Um dein Vertrauen zu gewinnen und ein Freund in Gesicht zu werden, musst du diesen guten Willen erst einmal beweisen. Nun denn, ich habe ein paar kleine Aufgaben für dich. Was für Aufgaben? Also, zu seiner Zeit. Heute ist der Tag des Zorns, kein Tag, um dich mit Kleinigkeiten herumzuschlagen. Oh, vielleicht soll ich ein paar Hexen benennen. Wir können am nächsten Tag reden. Oder an einen anderen. Ich komme gern hierhin. An keinen anderen Ort fühle ich mich so, fühle ich meinen heiligen Zorn so intensiv. Gut. Haben wir schon mal was Neues. So, jetzt gehen wir ins Dorf aber, ne? Ah, guck mal. Immer gut, Freunde zu finden. So. Das Dörfchen. Das Gute ist, dass man die Zeiten sieht oben. Die haben ja keine richtige Uhr, sondern immer so Symbole für die Zeiten. Finde ich ganz okay. Hat irgendwie was. Weizenfarm. Wollen wir zur Weizenfarm gehen? Oh, da ist das. Was ist denn da? Grab. Erlaubnis. Zack. Und dann haben wir die. Dann gehe ich schnell nach Hause. Wir schaffen das noch nicht ganz ins Dorf, das müssen wir dann beim nächsten Mal machen. Hallo. Die wundern sich nicht. Guck mal, da hat ein Leich auf dem Rücken. Ja, ja. Hallo, moin. Ah. Die haben auf der Straße liegen, die lassen die Leiche. Tut mir leid. Bringen sie nur zurück. Dumm-di-dumm-di-dumm. Gleich war schon so vermodert, das bringt uns gar nichts. Aber. Ja, ich glaub, wir können nichts mehr machen. Die war schon durch, ne? Okay. Man kann das reinpacken in die Leiche, ist ja auch lustig. Wir vergraben die schnell. Ja. Der Friedhof wieder schön. Und noch ein Grab. Thank you.
So. Ratten. Grippe. Grabt er nicht. Virus Deutsch hier. So, rein mit dir. Und zuschauen. Perfekt. Bestellungsurkunde bekommen. Da kriegen wir auch Kohle. So, jetzt rennen wir nochmal ins Dorf und holen uns reichen die Kohle ab, oder? Machen wir. Ja, und wenn wir dann ins Dorf rennen, dann werden wir auch gleich aufhören im Dorf. Aber wir gucken mal, was der Betriebswirt, der wird uns was Neues erzählen kann. Die Aufgaben sind gar nicht so einfach. Also wir fangen ja sehr klein an, wie man gerade merkt. Aber ich glaube, wir kommen oben ganz gut voran. Guck mal hier, das müssen wir alles mal mitnehmen hier. Auch eine Technologie. Ach, scheiße. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Bei der Weizenfarm sind wir jetzt gar nicht hingekommen, ne? Das ist nur das ganze Weizenzeug, was hier rumliegt. Weizenfarm. Wer ist das? Ich muss meine Arbeit erledigen oder Vater wird furchtbar böse. Okay. Reden wir mit Vater. Mal gucken, was er uns sagen kann. Was auch immer du mir verkaufen willst, ich kauf's nicht. Sogar wenn es Drogen oder magische Tränke sind. Ich schau mich nur um. Ich weiß nicht, was hier los ist. Aber alle sagen mir, dass ich der Friedhofswärter bin. Oh, dann bist du ja sogar noch schlimmer als diese verschlagenen wandernden Händler. Euer ganzen Berufsstand ist mir suspekt und dich mag ich überhaupt nicht. Jetzt, da du weißt, was ich von dir halte, kommen wir ins Geschäft. Können wir ins Geschäft kommen? Hä? Okay, Frage nach Landschaft. Brauche ich etwas Bestimmtes, um ein guter Bauer zu sein? Du musst wissen, wie man den Boden düngt und hart und bereit sein, noch eine harte Arbeit zu leisten. Um ehrlich zu sein, siehst du nicht unbedingt wie ein Bauer aus. Kauf deinen Kram lieber von einem Profi wie mir. In meinem Gemüse kannst du etwas Schmackhaftes zaubern. Ah, du hast natürlich. Ah, ich habe eine neue Technik freigeschaltet. Okay, handeln. Was denn? Oh. Was hast du denn da so? Ups, warte. Handeln. Okay. Oh, hier kann ich alles von ihnen kaufen. So brauchen könnten. Hier. Römischen Dienst mit. Eine Rübe. Oh, nehmen wir eine Rübe mit. Oh, hier einen Salat mit. Hören. Was ist jetzt? Zack. Dankeschön. So, jetzt wollen wir aber wirklich. Kann man das wegklauen? Darf man das nicht? Kann man nicht, schade. Das wäre ein Highlight gewesen. Witze kann man wegklauen. Genau. Hier war Äpfel klauen. Ne, kann ich nicht. Ah, ein Erdmännchen drin. Gesehen? Also raus. Na gut. Ach, jetzt müssen wir ins Dorf gehen. Lass mal nicht so weit hier ablenken immer, Mann. Leute, lenkt mich doch nicht hier so ab. Noch ins Dörfchen. Die Abkürzung. Der hinter den Reihen geht. Im Film, da hieß es mal Kinder des Zorns. Da haben die ganzen Kinder in der Stadt die Eltern umgebracht. War eigentlich ganz witzig. Ah, der Film. Die Idee dahinter fand ich irgendwie gruselig. So. Yeah, ich schwanke zur Tanke. Nee, ich schwenke zur Tränke. Gut. Oh, das ist die Katze. Vielleicht können wir jetzt einmal mit ihr reden. Nee, das ist gar nicht sie, das ist die Frau. Oh, redet lieber mit meinem Ehemann. Er hat ja sagen, ja. Was hast du denn, was kann ich mit dir handeln? Denn da? Stiegele, lecker und gesund, konnte ich wieder rein. Ja gut, reden wir mal kurz mit dem Mann. Kriegen wir mal Kohle für unsere Sachen. Handeln. Zack. So, was hat er denn noch da so? Ruhestein. Bitte. Und wir brauchen Wein, brauchen wir. Ist doch Wein? Wein hat er wirklich nicht, warte mal. Hier ist bestimmt Wein, ne? Auch nicht. Warum hat er keinen Wein? Mist. Das wäre jetzt top gewesen. Nein, können wir uns noch verkaufen, unser Kram. Sehr gut. Okay. Hilft nicht viel weiter. Genau. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Jetzt war es wieder gut eine halbe Stunde, die wir gespielt haben. Und haben gar nicht so viel geschafft, muss man sagen. Aber muss ich auch erstmal zurechtfinden hier. Auch gerade mit den ganzen Quests hier. Das ist ja schon ordentliches was. Also, unser Hauptanliegen ist es, den Friedhof wieder flott zu bekommen. Und das kriegen wir hin. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss.